paar Stunden später. Was meinst du? Warum hat er alles aufgegeben? Wer hat was aufgegeben? Yorinobu Arasaka. Sein fettes Leben. Schnee von gestern, ich weiß. Dachte nur gerade dran. Stell dir vor, du hast alles, okay? Eddies, Ausbildung. Dein Papi muss nur mit den Fingern schnippen und die Welt wird zur nuklearen Einöde. Und was machst du? Sagst Scheiß drauf und machst was? Gründest eine scheiß Gang. Stahldrachen oder so. Du verlässt deine Familie, ziehst dir Real Skin über und machst einen auf Ganganführer. Wozu? Vielleicht wollte er aus dem System raus. Warum ist er dann wieder da? Schwer, das System zu verlassen, wenn's deine eigene Familie ist. Schwarzes Schaf bleibt ein Schaf, hä? So kann man's auch sagen. Kam auf allen Vieren zurückgekrochen. Erbärmlicher Pseudo-Rebell. Scheiß Tourist. Tourist oder nicht, er ist gerade in der Lobby. Und wir sind im Geschäft. Super. Penthouse Security ist deaktiviert. Perfekto. Und jetzt Vorhang auf. Hey, Bug. Warst du die ganze Zeit dabei? 3,5 Stunden. Also das mit dem Stock im Arsch. Du meinst in meinem? Ja, ist mir rausgerutscht. Ich weiß. Jetzt kannst du es wieder gut machen. Das läuft doch echt gut, oder? Natürlich. Wow, komm mit. Bist du immer so ein Optimist? Hey, jetzt verjag endlich die finstere Wolke über deinem Kopf. Ich sag's dir, ab hier wird's ein Kinderspiel. So labarschig bist du wahrscheinlich nicht. Na komm rein. Ich warte hier. Schweigen. Wollt ihr vielleicht einen Witz hören? Jetzt? Im Ernst? Passt auf. Was haben eine Nomadin und eine Seku gemeinsam? Sand in der Muschi. Oh. Alter. Ja. Alter. Lebt sich gut als Erbe des Arasaka-Imperiums. Jedenfalls besser als der Sohn von Raoul Wells. Hey. Konzentration, der Safe. Na los, schnell. Wieso? Warum die Eile? Yorinobus Signal ist weg. Ist er unter die Magier gegangen? Er wird in dem Funkloch stecken. Hab ihn gleich wieder. Macht jetzt euren scheiß Job. Da, unterm Boden. Sucht nach einem Schalter. Alright. Nobu hat uns ein Abschiedsgeschenk hinterlassen. Nicht toll, aber wird schon reichen. Bingo! Da kommt was raus. Komm her, Vi! Was jetzt? Verlink dich und mach uns reich. Alrighty, sein. Schon dabei. Jetzt du, Buck. Einen Moment. Oh. Wir haben Gesellschaft. Bug? Ich weiß nicht wer. Personal rennt wie aufgescheucht durch die Gegend. Alle 200. Das gefällt mir gar nicht. Wie lange noch die... Shit, Yorinobu kommt zum Penthouse. Scheiß auf ihn! Öffne den Safe! Hab's gleich. Fertig. Juhu. Super. Dann los. Überlass den mir, okay? Eh zu schwach. Biochip-Integrität. 100%. Schätze, das heißt ja. Gut, hey, gehen wir. Ich gebe dir notfalls Rückendeckung. Fuck, zu spät. Yorinobu kommt gleich rein. In Deckung. Was? Wo? Versuch's mit der Säule. Was? Spielst du? Nein, rein da, jetzt. Alright, ich kriech mal rein. Sind drin. Nur löst es das Problem nicht, T. Glaub mir, das weiß ich auch, Mann. Warte eine Sekunde, okay? Oh mein Gott. Wir sind so am Arsch. Ich weiß es nicht. Ist das Adam Smasher? Ich fürchte ja. Schlimmer. Night City-Legende. Eiskalter Bastard. Was machen wir jetzt?
Wir warten. Sind sie bereits hier? Sie nähern sich vom Landeplatz. Wovon reden die? Fuck, wer kommt da? Oh nein. Oh, Leben, scheiße. Leben. Das kann nicht sein. Saburo Arasaka? Der Kaiser. Noch eine Scheißlegende. What? Das Ding ist nicht schalldicht. Oh, oh.首を突っ込まないでくれって言っただろ。おお。外してくれ。荒坂様。まだボディチェックの終わっていません。私の息子だ。存じております。お持ちしましょうか、例の。私がやる。言ってくれ。Oh, Mann. Zu knapp. Wenn der uns entdeckt hätte. Hat er aber nicht. Kajate! Ich glaub's nicht. Saburo Arasaka. Oh Mann. Watashi ga kizukanai to demo omotta no ka? そもそも俺のことを気にしたことなんかないだろう。あんたの問題点はそこだ。世界は自分中心に回ってると思ってる。傲慢だよ。頼信。どうしてここへ？直々に俺に屈辱を味わわせ、立場を思い知らせるためか。出る杭は打たれるとよく言うだろう。 自分のことばじゃ何も言えないのか。貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡すなど、私たちの未来を。俺たち、なんかの間違いだろ。あんたは自分のことしか考えてない。 そしてこの会社のことしか。いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。これまでお前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。 この裏切りだけは決して許せん。貴様の母親が生きていなくてよかった。息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして心を痛めずに済んだのだからな。これでもう俺のことを許す必要はない。 Scheiße. Scheiße. Ich weiß es nicht. So gut wie tot. Scheiße. Komm wieder zurück. Takemura,
荒坂家の課長を守ることです。今後はもっとしっかり責務を果たすよう望んでいるぞ。申し訳ありません、荒坂様。必ずご期待に沿います。 Wir sind sowas von am Arsch. Scheiße, was war das denn? Yorinobu hat Saburo umgelegt. Was? Seinen eigenen Vater. Das bedeutet, gleich kommen massig Sicherheitsleute auf euch zu. Oh, geil. Scheiße, wir sind geliefert. Buck, du musst uns hier rausholen. Sofort. Eine Sekunde. Die haben wir nicht. Fuck! Okay, hab was. Fenster, los! Öffne das Schloss. Da sollte eine Leiter sein. Eine... Oh, fuck! Schneller! Nein, 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 nein! Nicht jetzt! Die haben mich nicht... Fuck! Dios santo bendito! Die ist weg! Fuck! Scheiße! Oberliga! Jetzt glücklich, Jackie! Scheiße, Mann! Jackie! Oh! Nicht runtersehen! Ja, nicht runtersehen! Okay! Nur auf die Leiter konzentrieren, nur auf die Leiter konzentrieren. Ist das Trauma? Wenn's wegen Saburo ist. Oh nein. Sind sie etwas spät. Oh. Ich hoffe, die haben uns nicht gesehen. Ich fürchte doch. Weg hier! Vom Regen in die Traufe. Meine Fresse. Das war knapp. Der Relic. Madres. Oh, das ist nicht gut. Jackie, du blutest. Das hat Zeit. Sieh nach dem Relic. Druckabfall im Behälter. Biochip-Integrität bei 94%. Und sinkt weiter. Carajo. Parker, ruf sie an. Und ihr sagen, der Koffer ist hin? Tu's einfach. Wie? Kompeki ist überall in den Nachrichten. Was zur Hölle ist da los? Probleme. Der Kryokoffer ist beschädigt. Biochip-Integrität bei... Jackie? 86%. 86% und sinkt. Scheiße. Okay, hör mir zu. Ihr könnt nur eins tun. Einer von euch muss den Relic in seinen Neuralport stecken. Wovon zum Teufel redest du da? Der Relic darf nicht isoliert werden. Er braucht eine sichere Umgebung. Naja, irgendwer muss es tun. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Oh Mann, ey. Jackie, alles okay? Weiß nicht. Denk schon. Fühl mich nicht anders. Wenn ihr zurück seid, nehmen wir den Relic raus und machen eine Neuralreinigung. Aber zuerst müsst ihr da raus und zwar sofort. Wir arbeiten dran. Verdammt, ey. Del! Wir sind gleich da. Halt dich bereit. Klar? Natürlich, Mr. Wells. Das hoffe ich doch, Mann. Wir müssen irgendwie die Lobby erreichen. Schauen wir schon, Junge. Weg zur Garage. Und wir sollten uns beeilen. Oh, ahora sí. Gut. Jetzt lass uns verschwinden. In Konfetti-Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Sauber. Bitte verbleiben Sie. Madres. Over and out. Zeit für Sandgas muss kalt sein. Schön leise kalt machen. Da kommt man. Alright, alright. In der Lobby. Durchsucht das ganze Gebäude.
das Feuer auf Bedrohungen an. Warte! Yorinobu Arasaka wurde aus dem Gebäude gebracht. Wiederhole. Yorinobu Arasaka wurde evakuiert. Was haben wir denn hier? Fang, Wato! Vorsicht! Ja, ja. Sehr schön. Hat das blöde Teil wenigstens schon mal ein. Okay. Wir gehen nicht komplett. So. Ein bisschen Kohle kriegen wir schon. Achtung! Im Confetti Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Keiner nicht mehr N54. Ich bin Gillian Jones. Hier lang! Wurden die Sendräume gecheckt? Ja, alles sauber. Nichts Seltsames. Ungewöhnliches. Naja, die Terrassentüren sahen beschädigt aus. Dann sieh noch mal nach. Komm schon. Was war das? Schön Sachen ausrauben. Wow. Ja. Ich sag mal nicht zu Jackie. Ist gerade an ihn vorbeigelatscht. Nur aus dem Augenwinkel. Wow. Musste sich natürlich jetzt umdrehen, der kleine Drecksack. Wow! Mich gar nicht. Wasser, er ist hier irgendwo. Ja, ja. Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte. Los hijos de la chingada, también están aquí!
Ja, ich hab dich auch sehr lieb. Wir machen mal die Kamera. Jackie, lass mich mal die Kamera hacken, danke. Ist so schön, war auch noch ein bisschen Hitze. Ja, kannst gern probieren. Der geht nicht. Was ist mit dem anderen? Also, das schaffen wir schon. Und zur Krankheit auch noch gleich ein schönes Fieber dazu. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Kapitäns. Gezielter Kopfschuss. Schwerer verheiratet, das Bewegungsmoment und die Sprunghöhe leicht. Ja. Da ist noch eins. Falls doch die schweren Geschütze kommen, haben wir was. Und noch ein. Yeah.
Was ist denn? Saburo Arasaka. 150 Jahre. Und heute, ausgerechnet heute, ist eine scheiß Komödie, oder? Spar deine Kräfte, Jackie. Wonach sieht das denn aus? Chill, wir überleben das. Wieso? Weil du es beschlossen hast? Lass das nicht an mir aus. Kannst du nicht ändern. Ach, wir schaffen das schon, Jackie, keine Sorge. Der blöde Fahrstuhl nicht schneller. Na, endlich mal. Und weil es so schön war, auch gleich noch die Kontrolle herüber. Danke. Sehr schön. Gut, wir warten noch ein bisschen. Die können scheinbar nicht zurückverfolgen. Allzu schön war auch noch gleich schönes Biberchen. So. Wie? Die können dich sehen. Was? Wie? Nee, die sehen dich, du Idiot. Sonst entdecken die uns. Oh ja. Sagen wir haben alle. Alles schön sauber gemacht. Jetzt haben wir es sehr gut gemacht. Komm rein! Ich weiß, es ist schwer. Ja, ich bin schon da, also. Komm rein, Junge. Wir schaffen das schon noch. Wir schaffen das. Oh,
weg! Okay. Rein mit uns! Gefechtsmodus an. Nicht schlecht. Kundenfeedback registriert. Wie sieht unser Auto aus? Tipptopp in Schuss. Allerdings werden wir verfolgt. Oh, scheiße. Ruhig? Natürlich. Lass das mir. Geht doch. Scheiße, Jackie. Wir haben's geschafft. Haben wir wohl. Die medizinischen Sensoren melden, dass Mr. Wells Zustand kritisch ist. Bring uns zu einem Ripper-Doc. Los! Tut mir leid. Das ist nicht möglich. Wieso nicht? Unsere Route wurde vorausgeplant und ist bereits bezahlt. Ein Abweichen ist nicht vorgesehen. Scheiß auf den Plan! Tu, was ich dir sage! Schon gut. Wie? Ich schaff das. Ich schlage vor, dass Sie Mr. Wells wach halten. Es wird alles gut. Du siehst Misty, deine Ma, alle, die du liebst. Jackie, lass die Augen offen. Misty, sie wusste es. Die ganze Zeit. Der Biochip. Nimm du ihn für mich. Nee, jetzt. Zu seiner Familie wollen. Mr. Wells' nächste Blutsverwandte ist Guadalupe Alejandra Wells, Besitzerin der Bar El Coyote Cojo. Ich werde mich darum kümmern, ihn dorthin zu bringen. Mr. DeShawn erwartet Sie in Zimmer 204. Ist mir auch scheißegal. Wir sehen uns in der Oberliga, Jack. Oh, Mann.